Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den binomischen Formeln an, eine Ergänzungsaufgabe. Wir müssen wieder die Ergänzungen hier in den Kästchen finden zu dieser binomischen Formel. Dazu müssen wir uns zuerst überlegen, um welche binomische Formel handelt es sich eigentlich? Um die erste, die zweite oder die dritte? Alle drei binomischen Formeln findest du unten noch einmal in der Videobeschreibung oder auch auf deinem Arbeitsblatt, das du bekommen hast oder das du dir downloaden kannst im Infobereich von diesem YouTube-Kanal. Okay, das heißt, überlegen, welche binomische Formel ist es? Ganz klar, es ist die dritte binomische Formel. Warum? Wir haben einen Klammerausdruck. Mal einem Klammerausdruck ist gleich. Das heißt, wir haben die Konstellation a plus b in Klammer mal a minus b in Klammer ist gleich, also dritte binomische Formel. Wenn wir das herausgefunden haben, macht es immer Sinn, diese binomische Formel darunter zu schreiben und dann Rückschlüsse zu ziehen, wie ich auf die einzelnen fehlenden Bestimmungsstücke kommen kann. Das heißt, dritte binomische Formel, wir notieren a plus b in Klammer mal a minus b in Klammer ist gleich und aufgelöst, ausgerechnet, ergibt diese binomische Formel a Quadrat minus b Quadrat. Okay? Jetzt wirst du gleich sagen, aha, da hat er einen Fehler gemacht, weil hier steht Minus und hier steht Plus. Habe ich nicht, kann ich dir ganz leicht erklären. Die dritte binomische Formel lautet ja prinzipiell Ausdruck mal Ausdruck und die zwei Ausdrücke unterscheiden sich nur durch das Rechenzeichen hier in der Mitte. Wir haben Ausdruck, Ausdruck und den gleichen Ausdruck hier wieder und hier auch wieder. Und einmal ein Plus und einmal ein Minus. Dabei ist es vollkommen egal, ob zuerst das Plus und dann das Minus steht oder ob es umgekehrt angeschrieben ist. Zuerst würde hier das Minus stehen und danach kommt das Plus. Es ist nur wichtig, dass die Rechenzeichen unterschiedlich sind. Plus, Minus oder Minus, Plus. Das bedeutet, wenn ich hier heroben ein Minus habe, weiß ich automatisch, in der zweiten Klammer muss ich ein Plus schreiben und es ist alles wieder in Ordnung, es ist alles wieder okay. Gut, weiter geht's, wir beginnen Rückschlüsse zu ziehen. Wir kennen hier den ersten Ausdruck ja schon komplett, das a ist 3x. Somit können wir den ersten Ausdruck hier ja schon übernehmen. Hier steht ja definitiv auch 3x. Und somit können wir in das Ergebnis auch schon einsetzen. Wir können dieses Kästchen auch schon auffüllen, indem wir ja wissen, es ist der erste Ausdruck zum Quadrat. Wenn du eine Nebenrechnung machen möchtest, würdest du jetzt schreiben 3x in Klammer zum Quadrat ist gleich und das rechnen wir aus. Was ist denn 3 zum Quadrat? Das ergibt 9. Und was ist denn x zum Quadrat? Na, das ist x Quadrat. Also haben wir 9x Quadrat. Können wir hier einsetzen und sind schon wieder mit diesem Ausdruck fertig. Rückschluss richtig gezogen. Okay? Weiter geht's. Uns fehlen hier die Ausdrücke b und b. Wir haben aber b Quadrat ja gegeben. B Quadrat ist 4y zum Quadrat. Somit können wir sagen, wenn wir aus 4y² die Wurzel ziehen, somit aus b² die Wurzel ziehen, erhalten wir unseren ersten Ausdruck.
Oder wir überlegen uns, was mal was ergibt 4y Quadrat. Das ist die gleiche Überlegung im Endeffekt. Die Wurzel aus 4 ist 2. Die Wurzel aus y Quadrat ist y und somit lautet der zweite Ausdruck 2y. Das b ist 2y, können wir hier ergänzen und können wir selbstverständlich auch hier ergänzen. 2y als Probe gedanklich. B Quadrat 2y zum Quadrat ergibt 4y Quadrat, also diesen Ausdruck hier. Fertig sind wir an und für sich mit diesem Beispiel. Was fehlt noch? Hier das Rechenzeichen. Das können wir ganz einfach aus der Originalformel übernehmen. Es ist definitiv hier ein Minus. Es ist bei der dritten binomischen Formel immer ein Minus im Ergebnis. A Quadrat minus b Quadrat. Ich glaube, das ist relativ gut erklärt. Das ist relativ einfach. Das ist nicht schwer. Somit ist relativ schnell alles klar.